Herzlich willkommen zum Soulful Journey Podcast, liebe Julia. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammengefunden haben. Ich hab die E-Mail ja nochmal rausgesucht. Wir haben es, ich glaube, 2021 war es mittlerweile. hatten wir schon mal einen Versuch gestartet, dann hat es irgendwie nicht geklappt, es hat sich verlaufen. Jetzt sind wir hier. Ich freue mich sehr und zwischenzeitlich habe ich dir auch eben schon gesagt, hat sich ja auch total viel getan bei dir und dein Buch ist erschienen. Und deswegen glaube ich, sollte das auch so sein, dass wir uns jetzt treffen, um darüber zu sprechen, weil es trifft das Thema auf den Kern. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir auch über dein Buch heute jetzt sprechen können und dass du hier bist. Erstmal herzlich willkommen hier im Podcast. Danke, liebe Kira. Ich freue mich auch. Und witzig, ich wollte auch gerade sagen, hat immer alles seinen Grund und seine Zeit. Genau. Absolut, ja. Es ist irgendwie immer so, wenn man dazwischen kommt, dann hat es trotzdem einen Sinn, warum es sich dann zu einem späteren Zeitpunkt fühlt. Das war. Du, wir haben gerade ein bisschen gesprochen über dich und dein Leben und wie das aussieht und wo du so bist. Hol uns doch gerne mal rein in dein Hier und Jetzt, in jeder Hinsicht, wo du bist, wie dein Leben aussieht, wie du dein Leben lebst, was du beruflich machst, was dich ausmacht, was dir Spaß macht. Hol uns gerne mal so rein in Wie viel der Zeit haben Die ganzen paar. wir? Ja, also ich bin Julia und ich lebe eigentlich in Thailand. Momentan bin ich gerade in Europa, weil ich mir die Rippe gebrochen habe. Ich habe mir die schon vor einem Jahr beim Surfen in Sri Lanka gebrochen, habe es aber nicht bemerkt. Also ich habe schon gemerkt, dass ich Schmerzen hatte, wusste aber nicht, dass sie gebrochen ist. Und war dann über Weihnachten 2 Wochen bei meiner Family und war Snowboarden und habe sie mir dann gerade nochmal, also bin genau auf die Stelle gefallen und dann hat es so weh getan, dass ich es habe röntgen lassen und sie gesagt, es ist seit einem Jahr gebrochen. Deswegen bin ich jetzt gerade in Europa, aber normalerweise, wie gesagt, lebe ich in Thailand. Und man hat auch vielleicht jetzt schon ein bisschen gehört, was so meine Hobbys sind. Also ich surfe super gern. Ich bin früher professionell Wakeboard gefahren, ist sowas wie Wasserski, nur auf einem Brett. Und auch gerne Snowboard, ich skate gerne. Das sind so meine Hobbys. Also ich mache sehr, sehr gerne Sport. Und ja, beruflich bin ich Life-Coach und auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin mittlerweile. Habe ich 3 Bücher geschrieben. Jetzt über das dritte werden wir heute sprechen. Ich bin auch Podcasterin, aber auch ein Podcast, den ich sehr, sehr liebe. Das ist eigentlich so meine Lieblingsplattform. Genau. Und ich sage immer so in Kürze, ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zum Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen. Das fasst es immer ganz gut zusammen. Ich hätte allein schon 1000 Fragen zum Wakeboarden, glaube ich. Ja. Doch, dafür passt ja, ist der Rahmen des Podcasts an sich gar nicht so. Vielleicht später mal. Doch wie, also das klingt auch, finde ich, so nach voll, ne, dass du so voll ein Action-Mensch bist und gerne auch auf Action stehst oder Action magst. Und jetzt hast du dich ja sehr viel, oder machst es natürlich auch immer noch, viel mit dem Thema inneres Kind beschäftigt. Und der Titel von deinem Buch ist ja auch, Dein inneres Kind will satt werden. Wie bist du oder wie hat dich so dein Weg der letzten Jahre oder vielleicht auch schon vor längerer Zeit dahin geführt, dich überhaupt mit diesen Themen zu beschäftigen, dass diese Mission auch für dich entstehen konnte auf deinem Weg? Wie bist du da hingekommen? Wenn es so ein paar Meilensteine gibt, dann teile die gerne mal mit uns. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen unüblich bei mir, sage ich mal, wie ich dazu gekommen bin, also mich auch so intensiv mit dem Thema Essverhalten auseinanderzusetzen und dann eben irgendwann auch mit der inneren Kindheilung. Das war dann irgendwann unabdingbar, aber da komme ich gleich dazu. Aber vielleicht erstmal, wie ich zum Thema Essverhalten oder auch emotionales Essen gekommen bin, war eigentlich das, also es hat schon sehr früh angefangen. Meine kleine Schwester war, also sie ist 8 Jahre jünger als ich.
Und ich hatte immer schon so ein bisschen die Mama-Rolle in unserer Beziehung. Und sie war, als sie jünger war, ja, übergewichtig und wurde in der Schule also massivst gehänselt. Und es war halt für mich als große Schwester ganz, ganz schlimm mit anzusehen. Also aufgrund ihres Gewichts wurde sie da gemobbt, also wirklich richtig gemobbt. Und ich dachte halt, also ich wollte ihr halt damals, da war ich ja selber noch sehr jung, immer helfen. Und dachte immer so, okay, also ich, wie gesagt, ich bin schon immer sehr sportlich gewesen. Ich habe Sport auch nie gemacht, um irgendwie meine Figur zu shapen oder sowas, sondern eben, ich bin halt eher ein Action-Mensch. Ich habe, also muss meine Energie irgendwo rauslassen und habe immer gerne Sport gemacht. Und dementsprechend hatte ich jetzt auch nie wirklich ein Thema selber mit dem Essverhalten oder mit meinem Körper oder so. Also nicht mehr als jede Frau, natürlich hat jede Frau auch mal irgendwie was zu meckern an sich, aber nie in Übermaßen. Und ja, habe dann gedacht, ja, okay, ich weiß ja, wie es geht. Also ich helfe ihr da einfach, indem ich ihr irgendwie mit ihr Sport mache und irgendwie schaue, dass sie sich gesund ernährt. Und ja, habe das immer mit ihr versucht und es ging auch immer 1, 2 Wochen gut und dann ist sie immer wieder in alte Muster zurückgefallen. Und ich war halt damals total verzweifelt, weil ich immer dachte so, hey, ich verstehe es nicht, sie leidet so sehr. Und sie wüsste doch theoretisch genau, was zu tun ist. Und ich unterstütze sie auch noch dabei. Und trotzdem schafft sie es irgendwie nicht. Und eben damals war ich auch noch sehr jung und habe da damals auch keine Lösung dafür gefunden. Obwohl ich sogar damals schon mit meiner Hausärztin darüber gesprochen habe, mit Freunden von meinen Eltern, die Psychologen waren, habe ich schon darüber gesprochen, weil mich das echt richtig belastet hat. Und aber ja, keine Lösung gefunden. Und ja, dann habe ich in meinem Leben eigentlich ja, beruflich was ganz anderes gemacht. Ich habe BWL studiert, ich war ganz lange bei Bionade, habe dann Marketing und im Export gearbeitet. Und irgendwann mal bin ich aus persönlichen Gründen, dass mein Vater leider sehr früh verstorben. Und da hatte ich eine Zeit, da ging es mir gar nicht gut, da den Verlust zu verarbeiten, plus noch ganz viel Verantwortung, weil ich unser Familienunternehmen übernehmen musste. Und da bin ich dann das erste Mal selber zu einem Coach gegangen, weil ich habe einfach keine Entscheidung treffen können, was ich jetzt mit dieser Firma mache und mit meinem Leben mache und wie es weitergeht. Und da bin ich so das erste Mal mit Coaching in Berührung gekommen und ich war irgendwie 1 Stunde bei dem Coach und bin da rausgegangen und hatte meine Entscheidung und fand das dann so faszinierend, weil also die Entscheidung kam aus mir und die war die ganze Zeit schon da. Ich habe sie halt nur nicht gesehen und ich war dann irgendwie so fasziniert davon, dass mich jemand dahin geführt hat in so kurzer Zeit, dass ich ja dann ja, von dem Thema fasziniert war, dann ganz viel gelesen habe über Persönlichkeitsentwicklung und dann irgendwann mal dachte, so aus, also einfach aus Interesse, überhaupt nicht im beruflichen Hintergrund, ich mache jetzt eine Coaching-Ausbildung, so für mich einfach. Und dann saß ich in dieser Coaching-Ausbildung. Und da lernt man ja ganz viele Werkzeuge eben auch kennen und ganz viel psychologisches Hintergrundwissen. Und irgendwie, also ganz, also komischerweise kam immer wieder bei den Sachen, die ich gelernt habe, mir meine Schwester und diese Thematik in den Kopf. Und ich dachte immer, ach, deshalb hat das früher nicht funktioniert, ne? Ach so, und irgendwann mal war mir total klar, ja, das liegt nicht, also ne, an Willenskraft oder Disziplin, wenn man da irgendwie wieder ein altes Muster fällt, sondern da gibt es ganz andere Mechanismen, die dahinter stehen. Und deswegen ist mir das damals auch so schwer gefallen oder bin ich da auch nicht weitergekommen mit meinen super Ratschlägen, was sie essen oder wie sie sich bewegen sollte. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und ich dachte irgendwie, also auch damals, da gab es noch meines Wissens gar nichts auf dem Markt, was irgendwie an das Thema so rangegangen ist. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht könnte ich ja da irgendwie meinen Beitrag zu leisten und habe dann angefangen, ja, meine eigene Methode zu entwickeln, habe die ja ganz klein im Freundeskreis erstmal ausprobiert und mit den ersten Testkunden und ja, mittlerweile ist daraus eben etwas Größeres geworden und ja, so bin ich zu dem Thema gekommen und weil du jetzt ja noch gefragt hast, wie ich dann zur inneren Kindheilung gekommen bin, ich habe eben gesagt, das ist jetzt mein drittes Buch und natürlich lerne ich
auch ständig dazu. Ne? Ich habe ja eben ganz klein angefangen, irgendwann mal. Ich habe ein 10-wöchiges Online-Programm, wo ich Menschen begleite und mittlerweile wirklich schon viele tausende Menschen auf ihrer Reise auch begleitet habe. Und ich lerne da einfach immer dazu. Und ich hab immer mehr oder einen immer tieferen Einblick in dieses Thema. Und mir ist irgendwann mal bewusst geworden, dass eigentlich so die Ursache von allem immer in der Kindheit liegt. Ja, und dass wir da schon anfangen, ja, bestimmte Strategien zu etablieren. Ich nenne die mal Überlebensstrategien, Ja. um unserer Psyche zu helfen, auch bestimmte Erfahrungen zu verarbeiten, dass sich zu der Zeit eben wirklich Glaubenssätze über uns selbst manifestieren, die so ein Grundgefühl in uns auslösen, was einfach, wenn wir uns nie damit beschäftigen, ein Leben lang bestehen bleiben. Ne? Und dann laufen wir ein Leben lang durchs Leben und denken, ach, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht liebenswert. Und den Ursprung davon oder der Ursprung davon, der liegt einfach in der Kindheit. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir da auch hinschauen und eben auch das Essverhalten. Oder bei ganz vielen Menschen startet schon der Ursprung davon in der Kindheit, ob es jetzt direkt mit dem Essen startet oder aus bestimmten anderen Strategien, die wir dort erlernt haben, dann später als Kompensationsstrategie genutzt wird, sozusagen. Ja, aber da kann ich vielleicht gleich noch ein bisschen das genauer erklären, dass das nicht ganz so abstrakt bleibt. Ja, voll, voll gerne. Ich habe gerade auch gedacht, so, aber ich glaube, mir ist es auch. Es relativ, also in Anführungszeichen spät, der Weg geht ja immer weiter, es ist ein Lebensweg, auf dem wir immer weiter lernen. Doch zurückblickend ist mir das Thema auf meiner Reise, jedenfalls durch meine eigene Essstörung, so gesehen erst sehr spät begegnet und jetzt nicht direkt zum Beispiel in Therapie oder auch in keiner Klinik, auch in keinem Reha-Aufenthalt, sondern auf diesem eher selbstgestalteten Weg danach und wo ich dann selber angefangen habe, bewusst zu suchen oder auch mich bewusst auseinanderzusetzen. Da ist mir das dann begegnet und ich habe das dann immer so in meinem Kopf versucht, auf die eigene Thematik zu projizieren, weil es dann ja doch irgendwie speziell ist. Und wenn ich ein allgemeines Buch über innere Kindarbeit oder innere Kindheilung lese, dann es ist ja so eine Frage, ob ich das reflektiert bekomme auf mein individuelles eigenes Thema. Und deswegen finde ich es so spannend, dass du das Thema innere Kindheilung auf das Thema Essverhalten, emotionales Essen, seelischen Hunger stellen, darauf quasi münzt, weil es so, es kann einfach nur heilsam sein. Und was ich mich gerade gefragt habe, glaubst du, es ist wichtig oder es gibt sozusagen irgendwelche Voraussetzungen oder irgendeine Art innere Vorarbeit oder Bewusstseinszustand oder ähnliches, der gegeben sein muss, um sich für das Thema innere Kindarbeit, innere Kindheilung öffnen zu können? Weil Hintergrund meiner Frage ist, dass ich viele Frauen kenne, denen das Thema zwar bekannt ist, die auch irgendwie schon mal ein Buch darüber gelesen haben, allerdings das Gefühl haben, sie können das innere Kind gar nicht spüren. Also da ist wie Blockade davor und sie kommen gar nicht so richtig in Kontakt mit dem inneren Kind, weil viel zu viel Schutzmechanismen und so weiter dagegen sprechen, sich mit dem inneren Kind wirklich zu beschäftigen. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, was dann irgendwie da ist oder im Raum steht oder vielleicht zuerst dran ist oder gerade genau wichtig ist oder? Ja, also ich glaube, in dem Fall ist es genauso, wie wir es eingangs gesagt haben mit unserem Interview, alles zu seiner Zeit. Also ich finde es immer ganz wichtig, also die Psyche ist ja schlau, ne? Die lässt einfach nur das zu, was wir auch gerade verarbeiten können. Und deswegen denke ich, muss man erstmal keine Angst haben, auch wenn man sich mit dem Thema jetzt befasst, weil du merkst ja, also auch mit dem, was du gerade gesagt hast, dass wenn man noch nicht bereit ist, dann blockiert man, ne? Und das ist dann auch in Ordnung so. Aber ich glaube, trotzdem darf man es immer wieder versuchen, ne? Also ich glaube,
Ganz oft ne, ist ja, geht es ja erst über den Verstand, über das Wissen und man fühlt eben noch nicht, aber irgendwo kann man eben anfangen, wenn man irgendwo spürt und das spürt dann ja auch jeder, der sich mal wenigstens ein bisschen damit beschäftigt hat, sonst hätte er sich ja gar nicht damit beschäftigt, dass das irgendwie ne, da so die Ursache liegt und hat sich ja dann auch schon rangetraut und ich glaube, das ist einfach, dass man da sich selber vertraut und sagt, ja, ich kann da immer mal wieder was dazu lesen oder mich damit beschäftigen, brauche keine Angst haben, weil und brauche es auch nicht erzwingen, dass dann da mehr kommt, sondern einfach mit der, ja, immer mal wieder da reinspüren, immer mal wieder sich eine neue Chance geben, ob man vielleicht mittlerweile offen dafür ist. Ich glaube, das ist eigentlich die gesündeste Herangehensweise an das Thema. Und das alles andere kommt einfach mit der Zeit. Ich habe auch, also ich muss da auch ganz oft dran denken, ich glaube, vor 10 Jahren schon oder so, das Buch von Stefanie Stahl, witzigerweise hat mir meine Mutter das auch geschenkt. Das Kind in dir, dein inneres, wie heißt das jetzt? So muss ich immer. Das Kind in dir muss Heimat finden. Ja, genau. Jetzt bin ich mit meinem eigenen Buch so, so durcheinander. Ja, genau. Und ich habe das damals überhaupt nicht kapiert. Ich habe dieses Buch gelesen und dachte so, hey, was soll das? So wirklich, ich habe nichts verstanden und ich habe es dann auch irgendwie erstmal so als, ah, das ist irgendwie ein blödes Buch. Ja, also irgendwie habe ich das erstmal so abgestempelt und auch erst viel, viel später habe ich es dann nochmal gelesen und dachte mir, krass, ich hab damals einfach gar nichts von dem verstanden, was da steht und das ist überhaupt kein blödes Buch. Also ja, aber ich habe mir eben auch nochmal die Chance gegeben, dann trotzdem, ne, weil mich auch irgendwas, ja, weil ich irgendwas gespürt habe, das dann nochmal zu lesen. Und ich glaube, ja, das kann jeder einfach tun, wenn er merkt, da ist irgendwas, sich einfach immer mal wieder damit zu beschäftigen und zu vertrauen, dass nicht mehr hochkommt, als dass wir auch verarbeiten können. Ja. Was glaubst du, fehlt? Also würdest du sagen, wenn wir das irgendwie umgehen oder bewusst nicht tun, uns damit zu beschäftigen oder auseinanderzusetzen, wenn wir aber offensichtlich auf einem Weg oder in einem Heilungsprozess oder Entwicklungsprozess sind, fehlt dann so richtig ein Puzzlestück? Wenn wir das innere Kind komplett ausblenden und gar nicht betrachten? Oder ist es ein Weg zu einem Punkt, zu dem mehrere Wege führen? Ja, ich glaube, der Weg, der zwangsläufig irgendwann führt dir über die innere Kindheilung. Es ist nur, was wir gerade gesagt haben, manchmal muss man eben erst noch andere Wege gehen, um dann dort irgendwann mal hinzukommen. Ich glaube, jeder, der so wirklich eine Heilung durchlebt, der kommt da nicht drum rum, weil diese Grundgefühle, von denen ich vorhin gesprochen habe, ne, also das ist ja der Grund, warum wir auch Verhaltensweisen entwickeln, die wir jetzt vielleicht im Hier und Heute an uns ablehnen, ne? Wie, ne, also das Essverhalten oder so. Aber der Ursprung liegt ja da und es ist halt so wichtig, diese eben Glaubenssätze, die wir in der Zeit über uns selbst entwickelt haben, wirklich aufzulösen und nicht nur mit dem Verstand aufzulösen, also nicht nur zu verstehen, ja, okay, ich bin nicht gut genug oder ja, ich bin liebenswert oder so, sondern das wirklich zu fühlen. Also ich denke immer über. Wenn es mal wirklich angekommen ist bei einem selber, dieses Gefühl, so, das stimmt gar nicht, was ich da über mich selbst denke, wirklich nicht. Also vom Gefühl her, ne, wenn also der Verstand und das Herz sich irgendwie verbunden haben und man dann wirklich in einem Gefühl drin ist, dann lösen sich ganz viele Sachen von selbst auf, ohne eben, dass man die Disziplin an den Tag legen muss und sich ständig irgendwie zu irgendwas zwingen muss oder trainieren muss, sondern einfach, weil man sich selbst gegenüber irgendwann mal eine ganz andere Grundhaltung hat. Und deswegen glaube ich schon daran, dass jeder Weg irgendwann da vorbeiführt und wenn man ready ist, dann auch greifen kann, ne? Also Ja, ich glaube das auch. Und ich habe nämlich gerade, also mir ist eben einfach so in den Sinn gekommen, dass ich ganz oft höre, ich habe keine Lust, wieder in meiner Kindheit rumzuwühlen, weil zum Beispiel dann in der Psychoanalyse, was ja viel mit Aufarbeitung der Kindheit zu tun hat, sehr viel in der Kindheit ja gegraben wurde. Und dann höre ich halt ganz oft, ich habe jetzt keine Lust mehr darauf. Ich will jetzt einfach hier im Hier und Jetzt und ich will jetzt einfach leben. Und
da denke ich halt ganz oft, ja, verstehe ich. Doch, der Weg führt halt meistens trotzdem nochmal auf jeden Fall dahin. Und deswegen fand ich es gerade nochmal ganz wichtig, das zu sagen, dass das auch immer mal wieder im Leben aufkommt. Also es ist ja Ja. auch nicht so, dass das dann einmal Einmal angekommen, abgeschlossen. abgeschlossen ist. Nee. Unser inneres Kind meldet sich ja immer mal wieder im Laufe des Lebens oder auch in unterschiedlichen Phasen. Und es kennenzulernen hilft ja auch auf lange Sicht, anders mit sich umzugehen, liebevoller mit sich zu sein, was du anfangs als deine Mission ja auch genannt hast, bringt es einem ja sehr viel in der Beziehung zu sich selbst aufs ganze Leben gesehen. Ja, total. Aber es ist ja auch was Menschliches, ne? Da hinzugucken, wo es weh tut. Da haben wir prinzipiell alle erstmal keinen Bock drauf. Also Vielen Dank. wir alle, ne? Das ist einfach so. Und deswegen, ich finde es auch immer, also wenn sich Menschen damit beschäftigen, ich sage das auch immer zu meinen Teilnehmern im Programm oder sowas, ich habe da wirklich, ich hab so den allergrößten Respekt davor und ich finde es so mutig, eben sich auch mit solchen Themen auseinanderzusetzen und so wichtig auch und nicht nur wichtig für uns selbst, sondern ich finde auch, da leisten wir auch immer einen Beitrag zu einer friedvolleren Gesellschaft, ne? Weil wenn man sich selber besser kennenlernt und weiß auch, warum man manchmal wie reagiert und sich da besser reflektieren kann und dementsprechend auch lernt, sich anders zu regulieren, dann, ja, dann leisten wir einfach einen Beitrag zum Weltfrieden, ne? Weil wir selber entspannter durchs Leben gehen, ja. Und wenn das alle Menschen machen würden, dann hätten wir hier eine happy Welt, wirklich. Deswegen, ja, das braucht am Anfang Kraft und Einsatz, aber es ist ein Investment. Also man bekommt immer mehr zurück, als dass man eingesetzt hat am Endeffekt. Und vielleicht kann man das ja auch in seinem Kopf, oder das würde ich auch empfehlen, so ein bisschen versuchen, aus einer anderen Perspektive zu sehen, ne? Also was du gerade eben gesagt hast, so in der Psychoanalyse, und dann wird da in der Kindheit rumgebohrt, ne, und alles aufgewühlt. Also ich hatte früher auch so, ich bin ja Coach, ne, und ich bin ja auch vom Typ her jemand, der sehr lösungsorientiert ist und auch immer gerne so ein Handwerkszeug an die Hand bekommt. Und das ist auch immer noch so. Und ich habe früher bei so eine Psychotherapie, also gerade jetzt nicht Verhaltenstherapie, sondern Psychoanalyse und sowas, auch immer so ein bisschen abgetan. So, ach, ich stoche in deiner Kindheit rum und dann, ne, und dann hat man keine Tools an der Hand und weiß nicht, was man damit irgendwie tun soll. Verstehe das aber mittlerweile auch ein bisschen anders, sondern das ist halt eher eine Prozessarbeit, die geht einfach durchs Fühlen, ne? Da kann man mit dem Verstand nicht so viel verstehen, was da alles abläuft. Aber das hat auch so total seine Daseinsberechtigung. Plus, wenn das so ein bisschen, und das ist so mein Ansatz, ich versuche das so ein bisschen zu kombinieren, dass man eben zurückguckt, sich das anschaut, aber dann auch gleichzeitig immer was an die Hand bekommt, wie man das im Hier und Heute dann auch wirklich integrieren kann. Und ja, das ist für viele Menschen auch hilfreich, weil sie eben auch so wie ich früher waren, so, ja, okay, aber was mache ich jetzt damit? Gib mir einen Plan A, B, C, was kann ich abarbeiten, was kann ich tun im Hier und Jetzt? Manche Menschen brauchen das einfach auch, um irgendwie, ja, mehr daran zu glauben, dass sie aktiver Teil auch an oder aktiv teilnehmen an ihrer Heilung. Ja, total. Auf jeden Fall. Kenn ich auch. Und jetzt, was mache ich jetzt damit? Wie kann das innere Kind jetzt dabei helfen, den seelischen Hunger oder den ungestillten oder unverstandenen oder missverstandenen bisherigen Hunger, wie kann es dabei helfen, den zu stillen? Ja, also wir können eher, glaube ich, dem inneren Kind helfen, sozusagen, und unser inneres Kind, also den Hunger des inneren Kindes eben stillen, als die Erwachsenen, die wir heute sind. Und das können, also da gibt es natürlich ganz viele Ansätze und Herangehensweisen. Um nochmal darauf zurückzukommen und das vielleicht jetzt auch so ein bisschen greifbarer zu machen, was ich eben damit meinte, dass wir bestimmte Glaubenssätze über uns entwickeln. Wenn wir Kind sind, beziehen wir alles, was passiert, auf uns selber,
bis zu einem gewissen Alter, ja. Also man sagt auch, Kinder sind bis zu einem gewissen Alter egozentrisch. Bedeutet nicht, das ist keine Charaktereigenschaft, sondern einfach die Tatsache, dass wir alles auf uns beziehen. Und das ist ja irgendwo auch logisch. Ein Kind kann ja nichts in Relation setzen, weil es einfach die Erfahrung noch nicht gemacht hat, ne? Also sprich, wenn irgendwie die Mutter wenig Zeit hat, weil sie viel arbeitet, dann denkt das Kind nicht, ah, die Mama muss viel arbeiten, weil sonst haben wir kein Geld. Und deswegen hat sie wenig Zeit für mich, sondern ein Kind merkt nur, okay, die Mama ist wenig da, ich bekomme wenig Aufmerksamkeit, an mir ist irgendwas nicht richtig. Also irgendwie, sie liebt mich nicht genug oder ich mache irgendwas falsch, dass sie ständig weg ist oder so, ne? Weil ihm einfach die Erfahrung fehlt, das in Relation zu setzen. Und deswegen beziehen wir eben alles, was geschieht, auf uns. Und deswegen ist das auch die prägendste Zeit in unserem Leben. Also die ersten Lebensjahre, und da, also ist keiner vor sicher, dass da nicht irgendwie auch ja, schädliche Prägungen oder Verletzungen eben passieren, die ganz oft auch von den Eltern überhaupt nicht beabsichtigt sind, also in den meisten Fällen überhaupt nicht beabsichtigt sind. Aber eben durch die Tatsache, dass wir das nicht in Relation setzen können, entstehen eben bestimmte Glaubenssätze wie eben, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert oder ich bin schwierig, ich bin böse. Ich bin zu viel, ne? Lauter solche wirklich tiefgreifenden Glaubenssätze, die uns dann eben auch ein Leben lang begleiten. Also daraus entsteht ja ein Grundgefühl sozusagen, mit dem wir dann durchs Leben laufen. Und wenn wir da nicht mal hin zurückgucken und schauen, warum ist das eigentlich, also aus welchen Ereignissen oder aus welchen Interpretationen auch von Ereignissen ist das überhaupt entstanden? Dann laufen wir halt immer mit diesem Grundgefühl wieder rum. Und was wir als Erwachsene tun können, ist uns das eben anzuschauen und das in den, weil jetzt sind wir erwachsen und jetzt können wir Dinge in Relation setzen und da wirklich nochmal hinzugehen und das auch in Verbindung mit dem Verstand nochmal ganz anders zu begreifen und zu sehen, nein, das ist zwar das Gefühl, was ich von damals mitgenommen habe, aber die Tatsache, ne, dass meine Eltern keine Zeit haben oder mich so und so behandelt haben, das hat gar nichts mit mir zu tun gehabt, mit mir persönlich, weil ich hätte auch jetzt nicht die Julia sein können, sondern die Tina oder die Claudia. Die Situation damals wäre genau die gleiche gewesen. Also es hat eigentlich nichts mit mir zu tun, ne? Und das erstmal eben zu begreifen und dann aber auch über andere Wege anzufangen, das wirklich auch zu fühlen, ne? Und das ist, glaube ich, was wir eben als erwachsenes Ich heute für unser inneres Kind tun können, um es eben zu heilen. Weil aus diesen Glaubenssätzen auch eben Überlebensstrategien entstehen. Und das können zum Beispiel solche Strategien sein wie Perfektionismus zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, man muss immer alles perfekt machen. Und wenn man es nicht perfekt macht, ist man eben wieder nicht gut genug oder man ist sehr überangepasst, muss es allen Menschen recht machen, traut sich nie seine eigene Meinung oder zu seinen eigenen Bedürfnissen zu stehen oder entwickelt ein Helfersyndrom oder irgendwie einen Kontrollzwang oder eben aber auch eine Essstörung, was auch wieder ein Teil von irgendwo die Kontrolle übernehmen ist, ne? Und viele Dinge, was ich auch vorhin gesagt habe, oder viele dieser Überlebensstrategien führen auch erst später dann zum Beispiel zu einer Essstörung, weil wenn man sich mal vorstellt, wie anstrengend das Leben als Perfektionist ist, das kann wahrscheinlich jeder, der zuhört, gut nachempfinden, ne? Wie anstrengend ist das, alles perfekt machen zu wollen, wo es ja nicht mal ein Perfekt gibt. Ne? Also das heißt ja auch ständig enttäuscht zu werden, weil wir können eben leider nichts perfekt machen, beziehungsweise wir machen immer alles perfekt, so gut, wie wir halt eben können. Und daraus entsteht dann auch ganz oft eben, also projiziert sich das irgendwo oder muss irgendwo anders wieder kompensiert werden, dieser Stress, der zum Beispiel da entsteht. Und der wird zum Beispiel ganz oft dann über das Essen kompensiert oder durch Alkohol oder Drogen oder andere Kompensationsstrategien, ne? Also das hängt eben alles miteinander zusammen. Und mittlerweile sehe ich das halt so, dass der Ansatz eben nicht auf der Verhaltensebene ist, so ja, reiß dich mal zusammen, ne? Disziplinier dich jetzt, sondern eben da anzufangen, diese Glaubenssätze wirklich nachhaltig aufzulösen, dass eben dann zum Beispiel der Perfektionismus immer mehr weicht, mehr Leichtigkeit, mehr Ruhe ins Leben kommt und dadurch eben auch dieser Drang, dann zum Beispiel zu essen oder eben auch nicht zu essen, weniger wird. Ja. Ne? Also so
Oh, Ja. das ist ein sehr komplexes Thema. Fällt mir mal super schwer, das so ganz kurz darzustellen. Aber ich hoffe, es war verständlich. Auf jeden Fall. Ich finde, es ist super wichtig, darüber aufzuklären, was es ist, was es ermöglicht, warum das wichtig oder auch wertvoll ist für einen selbst, sich irgendwann im Laufe der Zeit damit zu beschäftigen, wenn es sich richtig anfühlt, da jetzt mal hinzuschauen oder näher hinzuschauen. Und das aber auch auf eine, ja, auf eine Art und Weise, die auch Spaß machen darf, finde ich, von heute aus gesehen. Denn ja, da liegt ja häufig sehr viel Schmerz und auch so gefühlte schwere Themen, die auch schwere Gefühle für viele mit sich bringen. Doch wir dürfen ja genau das lernen, dass auch diese Gefühle zum Leben dazugehören und mit diesen Gefühlen wieder Frieden zu schließen und diese Gefühle als Erwachsene wieder zu durchleben und nicht mehr davor wegzulaufen durch zum Beispiel unsere Überlebensstrategien. Das ist ja genau das, wo, was uns im Hier und Jetzt wieder Leichtigkeit im Leben zurückgibt. Ja, und wir sind halt ganz oft auch, also nicht ganz oft, sondern wir sind Gewohnheitstiere und wir gewöhnen uns eben auch an bestimmte Gefühlszustände und wir denken, ja, ist ja alles nicht so schlimm, ne, weil wir können halt eine gewisse Zeit Dinge auch einfach verdrängen. Und das ist aber an einer anderen Stelle, also ich sage immer so bildlich, kann man sich das vorstellen, wie wenn man so einen Wasserball halt unter Wasser drückt, das klappt dann für ein paar Sekunden, aber an irgendeiner anderen Stelle ploppt es halt wieder auf. Und das ist halt immer so dieser Versuch, den wir, also wir denken dann, dass es weniger anstrengend, so ein Wasserball die ganze Zeit unter Wasser zu halten, als irgendwie ihn uns mal anzugucken und damit irgendwie zu spielen. Und das ist eben das Problem. Und das Problem ist ja auch, dass das ja auch ein bisschen Abspalten von den wahren Gefühlen ist, weil wir sie einfach übergehen oder eben betäuben dann eben auch durch zum Beispiel jetzt das Essen auch. Ja. Und wenn wir uns betäuben, dann können wir uns nicht einfach selektiv betäuben. Ne? Das heißt, wir können es einfach nicht einfach nur die negativen Gefühle, also die unwohlen Gefühle, betäuben, sondern wir betäuben uns ja dann als Ganzes. Ne? Und das bedeutet auch, dass wir auch unsere Glücksgefühle, unsere Leichtigkeit und all das gleichzeitig immer auch betäuben. Ja? Und das muss uns eben auch bewusst sein. Und das ist uns eben ganz oft nicht bewusst, weil wir es ja schon gewohnt sind, weil wir kennen es ja gar nicht anders. Und deswegen ist das auch so ein ganz neues Lebensgefühl, wenn man die Gefühle mal zulässt und da durchgeht. Im Englischen gibt es so diesen Spruch, so the quickest way out is always through. Also der schnellste Weg raus ist immer, wenn man hindurchgeht. Und der ist so wahr einfach. Und das ist dann für den Moment natürlich teilweise eben nicht so schön und anstrengend. Meine Teilnehmer sagen immer, es ist eine Achterbahn der Gefühle, zum Beispiel auch so mein Programm. Aber es ist dann eben auch sehr befreiend. Und wenn man wirklich so ein neues Grundgefühl entwickelt, dann, das ist so schön. Also wirklich, das ist, ja, das lohnt sich einfach, da hinzuschauen, ja. Auf jeden Fall. Wenn sich jetzt eine Hörerin oder Hörer denkt, okay, verstehe ich alles, rational, doch was ist denn das, also was ist das innere Kind? Auch deinem Ansatz nach, ist es eher metaphorisch oder ist es eine Anteilearbeit oder wie ist das in deiner Welt? Ja, also ich betrachte das innere Kind einfach als Teil unseres Unterbewusstseins. Also es ist einfach ein Teil davon und unser Unterbewusstsein hat eben die Eigenschaft, dass es nichts vergisst. Ja, also es ist alle Erfahrungen, die wir jemals gemacht haben und auch jedes Gefühl, was wir jemals gefühlt haben, ist irgendwo in unserem Unterbewusstsein gespeichert. Und auch wenn es uns eben nicht bewusst ist, ja, das ist ja der Unterschied zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, da liegen halt ganz viele Erfahrungen, an die wir uns vielleicht gar nicht mehr erinnern können, aber diese Grundgefühle, ich nenne es immer den Emotionscode, der ist irgendwo eben noch im Unterbewusstsein verankert und der zeigt sich halt oftmals im Hier und Heute in irgendwelchen Situationen, wo wir zum Beispiel, also das kann man immer erkennen daran, dass das innere Kind gerade irgendwie erwacht ist und uns irgendwie ein Zeichen sendet, ist, wenn wir überreagieren in manchen Situationen, ja, wenn irgendwie gerade im Hier und Heute was passiert.
Und wir total emotional, egal in welche Richtung, total enttäuscht, total traurig, total wütend. Also irgendwas, was wirklich, ne, wenn wir das dann so mit ein bisschen Abstand, wenn sich unsere Emotionen wieder beruhigt haben, auch betrachten und uns selber so denken, so, was war da mit mir los? So, warum habe ich da so krass drauf reagiert? Das ist eigentlich immer so das innere Kind, das so, hallo, jetzt bin ich gerade wieder verletzt worden, weil es eben eine alte Verletzung ist, weil ne, die Situation, in der wir uns heute befinden, uns irgendwo an damals erinnert hat und dadurch eben so eine starke emotionale Reaktion in uns ausgelöst haben. Und das ist eben auch das Problem, dass wir dann, wenn wir emotional stark aktiviert sind, ja auch nicht mehr rational handeln können. Ja, also mein zweites Buch zum Beispiel, das hieß, deine Gefühle wiegen mehr, als du denkst. Ja, und das habe ich so genannt, weil eben nichts hat so einen starken Einfluss auf unser Verhalten wie unsere Gefühle. Ne? Das kennt jeder, wenn wir irgendwie stark emotional sind, dann können wir nicht mehr rational denken und sagen, ja, okay, jetzt ne, reiß dich mal zusammen oder jetzt, sondern dann agieren wir einfach, also wir agieren in dem Moment einfach unsere Gefühle aus und dadurch richten wir halt oft vermeintlichen Schaden dann in der Situation heute an. Ne, pumpen irgendwelche Menschen an, was uns später leid tut, oder rennen zum Kühlschrank und essen, weil wir uns irgendwie dann regulieren müssen, oder machen irgendwelche Dinge aus diesen starken Emotionen heraus. Ja. Und ja, das ist eben sozusagen das, wie ich das innere Kind sehe. Also in meinem Buch schreibe ich auch, das ist so ein bisschen, kann man sich so vorstellen, wie wenn so ein ja, Kind in der Steuerzentrale in unserem Unterbewusstsein sitzt und sozusagen unser Verhalten im Hier und Heute eben steuert. Und wenn wir dahin zurückgehen und oder auch mehr in Kontakt treten und das bewusster wahrnehmen und mehr reflektieren können, dann können wir eben auch unser Verhalten dementsprechend anders steuern im Hier und Heute. Ja, oh, total wertvoll, wichtig. Auch das Bild, was du gerade mitgegeben hast. Ich habe mir, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil ich so viele Baggerbücher im Moment lese. Ich habe mir gerade mein inneres Kind in so einem Bagger sitzen vorgestellt mit so einem Steuerknüppel. So. Heute packen wir mal das aus. Oh, und jetzt brauchen wir das. Ja. Also es ist ein wundervolles Bild, um sich das mal wirklich bewusst zu machen, wer gerade am Steuer sitzt und vor allem wirklich häufig am Steuer sitzt. Denn wir kennen ja dieses Bild von dem Eisberg und wie viel Prozent Bewusstsein und wie viel Unterbewusstsein abläuft. Und es ist einfach so viel. Ja. Es ist So. einfach so stark eben auch, ne? Und wenn man sich dann vorstellt, dass halt so, also ein Kind eigentlich so sich in die Entscheidungen in unserem Leben so viel einmischt als Erwachsener, ne? Das würden wir ja so, würden wir jetzt auch nicht einem Dreijährigen sagen, du, was soll ich machen? Das oder das, ne? Das so, da würden wir die Entscheidung ja auch nicht abgeben, aber in dem Fall geben wir eben ganz oft die Entscheidung ab. Natürlich jetzt in dem Sinne nicht freiwillig, aber weil wir einfach überrannt werden von diesen Gefühlen, die das in uns einfach auslöst und dann eben gar nicht mehr klar sehen können, nicht rational handeln können. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte, warum das so wichtig auch für den Weltfrieden ist, dass wir uns damit beschäftigen, weil genau deshalb geraten ja auch Menschen ganz oft aneinander. Ja? Und deswegen geht es in irgendwelchen Büros auch oft zu wie im Kindergarten. Nicht, weil da wirklich die Erwachsenen miteinander streiten, sondern weil sich da die inneren Kinder miteinander die Köpfe einschlagen. Ja? Und wenn wir lernen, das besser wahrzunehmen und zu regulieren und es auch irgendwo den Kern davon zu heilen, dann kommen wir auch seltener in solche Situationen. Ja. So wichtig. Kommen wir zur Action. gibt es etwas neben natürlich der Tatsache, was ein Schritt sein kann, dein Buch zu lesen oder auch sich mit deinen Angeboten zu beschäftigen oder bei einem der nächsten Live-Webinare zum Beispiel auch teilzunehmen, wo ihr oder wo du auch noch mal tiefer in das Thema reingehst? Kannst du etwas mitgeben oder etwas an die Hand geben, jetzt hier quasi in der Folge, was eine Art Annäherung ist mit dem inneren Kind oder irgendeine Art von Übung zum Beispiel, die man einfach mal so jetzt gleich nach dem Hören dieser Folge für sich für einen kurzen Moment machen oder ausprobieren oder einfach wirklich mitnehmen kann,
für die nächsten Tage oder Wochen, was das Bewusstsein und wenn es vom Verstand her ist, aber was einen dafür öffnet, dem inneren Kind eine Daseinsberechtigung zu geben und mal davon auszugehen, okay, da ist ein inneres Kind in mir. Ja, also ich glaube, zwei Sachen, die Übung sage ich gleich als nächstes, erinnere mich gerade schon dran, falls ich mich verquatsche. aber was ich zunächst total wichtig finde und was auch mir persönlich auch mit meinen Themen total weitergeholfen hat und was ich auch immer wieder merke oder was auch so wirklich wichtig für mich ist, das zu vermitteln, ist ins Selbstmitgefühl zu gehen. Also ich glaube, das ist wirklich der erste wichtige Schritt und das nicht zu verwechseln mit Selbstmitleid, weil bei Selbstmitleid geht man in die Opferrolle, ne? Das ist was ganz anderes. Aber ein Mitgefühl mit sich selbst zu entwickeln, zu sehen, dass die Dinge, die wir heute machen, die wir vielleicht eben die Verhaltensweisen, die wir an uns ablehnen, was auch immer es ist, ne? Jetzt vielleicht in unserem Beispiel das Essverhalten oder so, wir denken, warum mache ich das immer und ich will das eigentlich nicht mehr und ich kann nicht anders, dass das immer mal. Also zuerst eine Lösung war in einer Situation, die wir irgendwann mal gelernt haben, wo wir uns einfach nicht anders zu helfen gewusst haben. Und das Verhalten, was wir heute ablehnen an uns, war ganz lange, das heißt ja nicht umsonst, eine Überlebensstrategie, hat unser Überleben und wenn es nur unser psychisches Überleben ist, gesichert. Also da auch die positive Absicht dahinter zu erkennen und das nicht nur abzulehnen und zu sagen, ja, das ist doof, dass ich das mache und es ist schlecht, dass ich das mache, sondern auch das irgendwo im gewissen Sinne wertzuschätzen, zu sagen, ja, aber das Verhalten hat mir auch irgendwo irgendwann mal wirklich geholfen. Nur heute habe ich ja mehr Möglichkeiten an der Hand. Ja, ich habe vorhin vom Kind gesprochen, das hat halt nicht so viele Wahlmöglichkeiten und das nimmt dann die erste, die ihm irgendwo in den Sinn kommt und ne, wenn man eben eine positive Erfahrung damit macht, wenn man merkt, ne, wenn man irgendwie zum Beispiel übermäßig isst, dann schüttet man ganz viel Dopamin aus, ne, weil das einfach eine physiologische Reaktion von unserem Körper ist auf Zucker, auf Fett. Und dann lernt das System, ah, Essen fühlt sich gut an. Ne, und dann das nächste Mal, wenn du wieder in so einer Situation bist, wo du gestresst oder dich ängstlich fühlst oder sowas, dann kommt dein Gehirn um die Ecke und sagt, hey, ess jetzt was, weil. Ich habe da die Erfahrung gemacht, das fühlt sich gut an. Das läuft natürlich alles unbewusst ab. Das sind jetzt nicht klare Stimmen, die uns genau das sagen, aber das ist der Grund, warum wir uns so verhalten. Und heute als Erwachsener wüssten wir vielleicht eben andere Möglichkeiten, damit umzugehen und hätten wir auch an der Hand. Aber da können wir erst hinkommen, wenn wir das irgendwo alles erkennen, ne? Und das eben auch alles zu seiner Zeit. Das hat auch immer alles seinen Grund, warum wir wann, wo hinkommen und da einfach wirklich so ein Verständnis dafür zu entwickeln und da und auch ein Mitgefühl zu entwickeln und zu sagen, hey, das habe ich nicht gemacht, weil ich irgendwie blöd bin oder undiszipliniert bin, sondern weil ich das, ja, weil ich das gebraucht habe, weil das irgendwann mal eine Lösung für mich war. Also dieses ins Mitgefühl gehen ist, glaube ich, wirklich der Schlüssel für alles, ne? Also wirklich. Ja. Und als Übung. Also was man mal zum Beispiel machen kann, ist, wenn man Lust hat, einfach mal zum Beispiel spazieren zu gehen und sich einfach vorzustellen, so ich laufe jetzt mit meinem inneren Kind an der Hand mal spazieren. So ich nehme jetzt die kleine Julia in meinem Fall oder die kleine Kira an die Hand und vielleicht gerade auch mal an so Tagen, wo irgendwie was blöd gelaufen ist, wo wieder was passiert ist und es einfach mal so ganz unverbindlich und ohne Vorwurf oder zu fragen, also einen Vorwurf zu machen oder so zu fragen, so, hey, was war eigentlich heute los? So, erzähl mir mal aus deiner Perspektive, was heute genau passiert ist, dass du dich so gefühlt hast. Ne? Also da wirklich und dann einfach mal schauen, ne, ob es Antworten gibt. Vielleicht gibt es auch noch keine, dann das aber gerne auch ab und zu mal wieder probieren. Manchen Menschen hilft auch, ich bitte euch auch dazu, schreiben. Also ich, bei mir ist auch ganz oft, dass ich eben wenn ich schreibe, dann bewegt sich mein Stift manchmal wie von Ja. selbst. Also man kann die gleiche Frage auch schriftlich irgendwie formulieren, dann sortieren sich die Gedanken auch ganz oft. Aber manche Menschen sind auch gerne einfach draußen in der Natur und ein bisschen Bewegung, da sind sie inspirierter. Also das kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, da einfach in den Dialog zu gehen und das auch nicht zu werten oder bewerten, was dann da kommt oder sich dann irgendwie bescheuert fühlen, wenn man jetzt denkt, jetzt bin ich hier Selbstgespräch oder so.
sondern da einfach neugierig auch zu sein, was da für Antworten kommen und die auch erstmal so stehen zu lassen, ne, ohne das wieder mit dem Verstand zu kontrollieren und zu sagen, so, hä, macht ja gar keinen Sinn, was das jetzt gesagt hat oder so, sondern es wirklich einfach mal so einfach so stehen zu lassen, wie es gerade in dem Moment gekommen ist. Ja, oh, das hat gerade, als du eben die kleine Kira gesagt hast, direkt in meiner Nase gekribbelt. Und es ist von hier so in die Augen gestiegen. Ich finde, allein dieses Bild, also allein die Vorstellung, allein das zu visualisieren, finde ich immer schon so, es macht irgendwas mit einem. Ich kann es gar nicht in Worten beschreiben, so richtig. Bis heute nicht. Ich finde, es macht emotional auch was mit einem. Allein diesem inneren Kind die Aufmerksamkeit zu schenken, Ja, total. was das ja ist, wenn ich spazieren gehe oder auch die Frage in einem Journal stelle. Aber es ist ja irgendwie so eine Kontaktaufnahme, so stelle ich es mir jetzt gerade Ja. vor. Und irgendwie macht es was mit einem emotional. Ja, total. Und vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, weil du das auch gerade mit dem Bild gesagt hast, ne? Wenn man da noch also so merkt, oh, man hat da gar keinen Bezug oder sowas. Das kann zum Beispiel auch hilfreich sein, wenn man sich ein altes Kinderbild anschaut und wenn man schreibt, das so neben dran zu legen, um ne, sich das nochmal mehr vor Augen zu führen, wenn man sich es nicht so gut vorstellen kann oder sich noch nicht so gut da reinfühlen kann. Ja, total. Weißt du, wobei mir das auch richtig doll hilft, so Bild, also Kinderfotos von mir, da fällt es mir immer, also plötzlich, dann ganz leicht ins Mitgefühl zu gehen. Wenn Ja, ich genau. mich sehe, also die kleine Kira und dieses Kind, also mich als Kind sehe, dann ist es so keine Frage mehr, wie komme ich jetzt dahin oder wie mache ich das? Sondern in dem Moment, wo ich mich als Kind sehe, also bin ich in diesem Mitgefühl, weil da irgendwie sofort eine Verbindung anscheinend da ist, indem ich mich sehe. Genau. Und das bist ja auch du, ja. Also das Ja. ist, ne, da kommst du her sozusagen und du siehst halt auch, es ist ein Kind. So, was kann ein Kind falsch machen? Also Ja. ein Kind kann überhaupt nichts falsch machen. Das ist einfach so, ne? Und das eben als Erwachsener wissen wir das jetzt eigentlich, aber in der Kindheit haben wir uns halt ganz oft ganz falsch gefühlt, aus den verschiedensten Gründen, ja. Also so viele. Eben Verhaltensweisen, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, meistens unbeabsichtigt, haben wir einfach interpretiert, in dem Sinne, dass irgendwas mit uns nicht stimmt. Ja, aber als Erwachsener können wir eben sehen, dass das kann gar nicht sein, weil wir waren ein Kind und an Kindern ist einfach nichts falsch. Und da eben, deswegen habe ich auch das mit dem Mitgefühl davor noch Ja, voll wertvoll. gesagt, was so wichtig ist, weil auch nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen Glaubenssätzen, mit diesem ins Fühlen kommen und Ja. wirklich so eine neue Wahrheit für sich zu entdecken und das auch wirklich zu fühlen, dafür ist das Mitgefühl total wichtig oder ist eigentlich die Grundlage dafür, dass wir das eben nicht verurteilen, sondern eben mitfühlen. Ja. Und das ist ja auch der Schlüssel. So ein wichtiger Impuls. Es ist ja auch der Schlüssel, wenn jetzt einfach jemand zuhört, die das zum Beispiel schon mal gemacht hat oder sich Kinderbilder angeguckt hat. Und ich habe es nämlich auch schon ganz oft gehört, dass dann der Satz kommt, ich fühle dabei nicht. Oder ich kann da nichts fühlen. Oder ich habe nicht das Gefühl, das bin ich. Oder da ist keine Verbindung mehr. Das ist wie, als wenn das so früheres Leben von mir ist, aber nichts mehr mit mir heute zu tun hat. Hat es schon, doch es kann ja durchaus sein, dass wir diese Verbindung im ersten Moment vielleicht nicht sofort fühlen. Und deswegen ist ja dieses Selbstmitgefühl, ins Mitfühlen zu gehen, umso Ja. wertvoller, um diesen Kontakt ja zu haben, um diese Verbindung wiederherzustellen und dann auch mit dem inneren Kind arbeiten zu können. Genau. Oh. So cool. So gut. Oh Gott, ich danke dir so sehr für das, was du machst. Ich wünschte natürlich auch, das hätte es damals schon gegeben. Ich hätte mich auf jeden Fall bei dir sehr wohl gefühlt. Und ich weiß, dass es ein großer Mehrwert immer ist. Wie gesagt, das hört ja nicht auf, es ist nicht abgeschlossen.
Auch ich beschäftige mich heutzutage immer mal wieder mit meinem inneren Kind. Ich habe das Foto von mir als Kind in meinem Portemonnaie. Meine Oma ist da auch noch mit drauf, spielt auch noch eine wichtige Rolle. Also so Fotos mit einzubeziehen in den Prozess, finde ich auch gerade bei der inneren Kindarbeit so unterstützend im alltäglichen Leben, was ja auch wieder dieses ist, dass wir etwas, ja, wir gucken woanders hin, was mit Vergangenheit zusammenhängt, doch es dient, dieses Hingucken dient im Hier und Jetzt, um im Hier und Jetzt Veränderung zu erleben. Genau so ist es. Und die Vergangenheit ist ja auch ein Teil, also wir tun manchmal so, als wäre das irgendwie was Schlechtes oder sowas, aber das ist ja ein Teil von uns. Und ich denke auch immer, also es ist doch eigentlich total krass, dass wir die meisten Menschen in unserem Umfeld besser kennen als uns selbst und uns mehr für die interessieren als für uns selbst, mit den Menschen, mit denen wir das ganze Leben am meisten Zeit verbringen, ist uns am fremdesten ganz oft. Und deswegen finde ich das auch, also ich persönlich finde es total spannend, mich auch mit meinen Themen zu beschäftigen. Und ich habe auch genug Themen immer noch und immer wieder kommen auch wieder neue. Das ist das Leben. Aber ich finde das auch immer wieder voll spannend, da irgendwie Dinge zu erkennen über mich selber auch. Also ich finde, das darf man auch vielleicht eher mit so einem neugierigen Auge auch betrachten und nicht mit so einem schweren, ja, belasteten Auge oder sowas, sondern eher auch so ein bisschen so, das ist auch ein Abenteuer und das ist auch irgendwie eben erkenntnisreich und spannend. Ja, Ja. absolut. Oh, ich danke dir so sehr für alles, für jedes einzelne Wort, was du in die Podcast-Folge eingebracht hast. Ich finde, es ist so wichtig, darüber aufzuklären und auch so den Ansatz, über den Ansatz aufzuklären, weil ich nach wie vor glaube, dass viele damit noch nicht so viel anfangen können oder eben bisher noch nicht in Kontakt damit gekommen sind oder es noch nicht für sich eingeordnet haben oder noch nicht verstanden haben. Deswegen darf es immer mal wieder aufkommen, weil irgendwann, wie du ja auch gesagt hast, ist meistens der Zeitpunkt gekommen, wo wir merken, jetzt, Jetzt ist es jetzt an. ist es dran. Ich danke dir, dass ich hier über meine Arbeit sprechen durfte, dir und deinen Hörern. Ja. So gerne. Gibt es denn noch irgendetwas, was dir abschließend noch in irgendeiner Art und Weise wichtig ist oder was du gerne noch sagen möchtest oder was noch nicht gesagt wurde, was noch fehlt für dich, damit es sich rund anfühlt? Egal, das kann alles sein, was du noch mitgeben möchtest. Ja, ich glaube, so prinzipiell haben wir eigentlich schon ganz gut über alles oder alles abgedeckt. Alles natürlich nicht, aber alles angekratzt, sage ich mal. Aber vielleicht so als Anknüpfung an dieses Selbst, also Mitgefühl, das wir entwickeln wollen, halt einfach auch so diesen Weg, also vielleicht auch mit der Furcht, sich nochmal vorzustellen, diesen Weg der Heilung, ne, oder der Veränderung, halt einfach mit sich selbst als Team zu gehen und nicht im Kampf gegen sich selbst ständig zu sein, sondern sich wirklich auch an die Hand zu fassen und zu sagen, so, hey, ich gehe das in Liebe, ne? Weil daraus entsteht immer viel mehr Gutes, als wenn wir eben im Kampf sind und das eben auch mit uns selbst. Das vielleicht noch abschließend auch als Bild. Ja, vielen, vielen Dank. Alles, was wir erwähnt haben, findet ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Folge und könnt euch da weiter mit beschäftigen. Ich kann es nur von Herzen empfehlen und ich danke dir nochmal, Julia, für dein Sein, für deine Mission und dass du dich da auf den Weg begeben hast, für den Mut, den du dafür aufgebracht hast und für die Neugier, die es erfordert, um diesen Weg auch selber zu gehen, um ihn dann teilen zu können. Deswegen vielen, vielen Dank an dich. Und ich freue mich, wenn wir uns eines Tages mal persönlich irgendwo in Deutschland oder woanders über den Gerne, ich mich Weg laufen und sehen. auch. Darauf freue ich mich sehr. Vielen Dank. Danke dir, Kira, und danke auch an alle Zuhörer, Zuschauer fürs Zuhören.